Freunde, es ist wieder soweit. Das Jahr 2020 ist am Start und wie jedes Jahr haben sich natürlich viele Menschen vorgenommen, im neuen Jahr einiges zu ändern, was natürlich auch mehr als gut ist, denn wir haben ganz oft Verhaltensweisen, die sind dauerhaft nicht gesund, die sind dauerhaft damit verbunden, dass wir uns mehr oder weniger schädigen. Und das versuchen ganz viele Menschen Anfang des Jahres zu verändern, das ist natürlich auch gut, wobei man jetzt wieder darüber diskutieren kann, macht es Sinn, am Anfang des Jahres dieses Neujahresvorhaben am 1., am 2. Januar umzusetzen oder in der zweiten Woche, die meisten nehmen noch den 6. mit rein und fangen am 7. an, macht das Sinn. Viele sagen, nein, fang jetzt direkt an, mach es direkt, kann man drüber streiten und ja, es gibt Studien, die belegen tatsächlich, dass diese Vorhaben bei den meisten Menschen zum Scheitern verurteilt sind. So. Jetzt haben wir natürlich ein Szenario, es ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt ist die Frage, warum sind diese Vorhaben am 1., 2. oder 7. Januar zum Scheitern verurteilt? Wie kann man demjenigen helfen, der sich damit beschäftigt? Und da habe ich jetzt ein paar wertvolle Tipps für euch. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen eben dieses Abwarten haben und sagen, so, jetzt fange ich an. Das wird sich auch nie ändern. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es immer einen großen prozentualen Anteil von Menschen geben, die so agieren. Jetzt müssen wir ja für die auch eine Lösung finden. Und da habe ich jetzt ein paar Lösungsvorschläge für euch. Also, Vorhaben, gesund ernähren. Nummer 1, gesund ernähren. Okay? So, was soll man da berücksichtigen? Das Wichtigste ist, wenn ich sowas vorhabe, dass ich natürlich auch einen Plan habe. Wie oft esse ich jetzt am Tag? Zum Beispiel, wie oft esse ich am Tag? Nächstes, wieder eine W-Frage, was esse ich? Und natürlich ganz wichtig, das habe ich glatt vergessen, das gehört noch oben drüber. Das machen wir hier rein und zwar, warum esse ich so? Klärt euer mal euer Warum. Warum esse ich? Warum sollte ich dreimal am Tag essen? Warum oder beziehungsweise was esse ich? Was soll ich essen? Warum sollte ich das essen, was ich esse? Was ist euer Warum? Ganz wichtiger Faktor. Und da ist es wichtig, bitte nehmt nicht nur die Waage und nicht nur den Spiegel als Motivator, sondern es gibt noch was viel, ein viel stärkeres Warum. Und zwar das starke Warum ist eure Gesundheit. Das stärkste Warum ist eure gesunde Zukunft, sodass ihr natürlich auch noch in den nächsten Jahren gesund bleibt, bis ins hohe Alter gesund bleibt, dass ihr selbst dann, wenn ihr irgendwann mal in Rente gehen wollt, dass ihr das, was ihr euch erarbeitet habt, natürlich auch genießen und feiern könnt. Deswegen, Freunde, ganz klar das Warum zum Thema gesunde Ernährung. Warum? Wie oft soll ich essen und was esse ich? Das sind Dinge, die man klären sollte. Dazu kommt auch tatsächlich vielleicht einfach mal die Zeiten bestimmen, was ich esse. Viele Menschen wachen morgens auf, haben Hunger, haben aber keine Zeit, weil sie so lange geschlafen haben, weil sie zu wenig geschlafen haben, weil sie müde sind. Okay, dann habe ich keine Zeit zu essen, also renne ich raus und irgendwann um 10 renne ich in der Bäckerei vorbei. Oh, jetzt müsste ich auch mal was essen. Was holt man sich da? Dinge, die nicht besonders gesund sind. Deswegen ist auch einfach mal die Zeiten zu gucken, wie kann ich die Zeiten einteilen, sodass ich zum Frühstück kommen, zum Mittagessen und zum Abendessen kommen. Was auch noch interessant ist, Prio, dass ich dem Essen eine Priorität zukommen lasse. Ja, natürlich heute ist es so, dadurch, dass wir Kühlschränke haben, dadurch, dass wir, wenn wir rausgehen, natürlich sofort einen Zugriff zu Lebensmitteln haben, müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir können einfach loslegen. Ja, natürlich ist es einerseits gut, dass wir da uns keine Gedanken mehr machen müssen. Andererseits ist es aber eben einfach problematisch, dass viele Menschen gegenüber der Ernährung keine Priorität mehr haben. Sie essen halt irgendwann mal was, einfach irgendwas. Und das führt eben dazu, dass das, was gegessen wird, in der Regel nicht besonders gesund ist. Und es führt dazu, dass viele Menschen das Essen als relativ unwichtig bewerten. Man macht es halt nebenher, weil viele Dinge viel wichtiger sind,
Der nächste Kunde ist wichtig, das nächste Telefonat ist wichtig, die Nachricht bei Facebook ist wichtig, die Nachricht bei Instagram ist wichtig, die E-Mail ist wichtig, das Telefonat ist wichtig. Es wird vergessen, dass die Nährstoffzufuhr wichtig ist für unsere Leistungsbereitschaft, wichtig ist für unsere Gesundheit und vor allem unsere langfristige Gesundheit. Deswegen auch hier einfach mal überlegen, welche Priorität hat denn eigentlich das Thema Essen? Gut, also Thema Essen würde ich sagen, können wir mal einen Strich drunter machen. Dann machen wir das nächste, das zweite, Thema Bewegung. Thema Bewegung. Was ist da wichtig? Auch hier, warum? Auch hier wieder die Frage, warum? Fragezeichen. Warum ist es wichtig, sich zu bewegen? Klärt einmal euer Warum, warum es für euch wichtig ist, euch regelmäßig zu bewegen. Kleiner Tipp von mir, der komplette menschliche Organismus, die Gelenke, die Muskulatur, das hormonelle System, die thermogenese Wärmeentwicklung, alles Systeme, auch die Knochen, die Sehnen, sind alles Systeme, die von der Bewegung leben, nicht von der Nichtbewegung, nicht vom auf dem Sofa liegen. Das sind alles Systeme, die nur dann am Leben erhalten werden und funktionieren, wenn wir diese Systeme regelmäßig benutzen. Deswegen auch hier ganz klar, klärt euer Warum. Warum solltet ihr euch regelmäßig intensiv bewegen? Das nächste ist wieder ein W-Frage. Was sollte ich tun? Das Was klären. Oder welche Art von Sport? Auch wieder eine W-Frage. Welche Art von Sport sollte ich machen? Was macht Sinn für mich? Und da ist natürlich auch von mir ein ganz wertvoller Tipp. Natürlich solltet ihr das machen, was euch am meisten Spaß macht. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man langfristig motiviert bleibt. Zusätzlich, vielleicht noch ein Tipp von mir, beschäftigt euch mit Themen Ausdauer, mit Thema Kraft und mit Thema Mobilität. Diese drei Faktoren sind wichtig, um unser muskuläres, endokrines Hormonsystem, muskuläres System, Muskulatur, dann die Bänder, die Sehnen, die Knochen am Leben zu erhalten, dafür zu sorgen, dass diese Teile bis ins hohe Alter funktionieren. Warum, was und wann? Auch hier wieder eine W-Frage. Wann? Fragezeichen. Wann sollte ich denn trainieren? Hier ist es ganz gut, wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr euch einen Plan macht und sagt, okay, ich möchte in der Woche dreimal trainieren. Ich will in der Woche dreimal trainieren. Dann ist es gut zu wissen, wann ich trainiere. Montags, mittwochs, freitags. In meinen Terminkalender eintragen, in meinem Zeitmanagement berücksichtigen, dass es ein wichtiger Termin ist, und zwar der wichtigste Termin für mich. Und dieser Termin wird eingetragen und dann kann man ganz viele Sachen drumherum planen. Das nächste ist, wo trainiere ich? Auch das eine wichtige Frage. Wo trainiere ich denn überhaupt? Trainiere ich zu Hause? Bin ich jemand, der zu Hause trainieren kann? Gehe ich lieber ins Fitnessstudio? Mache ich lieber Outdoor meine Sachen? Jetzt entscheidet man sich im Winter, draußen Outdoor zu machen und stellt fest, fuck, es ist saukalt, es regnet und ich möchte draußen nicht nur laufen gehen, sondern auch noch Übung machen. Da ist der Winter sehr schwierig dafür. All diese Gedankengänge sollte man mal reinlegen, damit das Ganze natürlich auch Erfolg hat. So, das wäre eine Geschichte zum Thema 2020. Was auch wichtig ist, mit was sich viele Menschen beschäftigen, ist das Thema Schlaf plus das Thema Achtsamkeit. Viele Menschen haben zwischenzeitlich einen sogenannten Social Jetlag und schlafen viel zu wenig. Sind im Durchschnitt unter 6 Stunden Schlaf. Viele Menschen wissen, dass sie mehr Achtsamkeit brauchen, mehr innere Ruhe brauchen. Auch mit diesem Thema beschäftigen sich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Da dieses Thema in den 10 Minuten IGTV-Video bei Instagram nicht reinpasst, werde ich dazu zum Thema Schlaf und zum Thema Achtsamkeit noch einen machen. Dann könnt ihr euch direkt danach anschauen. Denn diese zwei Sachen sind wichtig, um natürlich auch Leistung zu generieren, natürlich wichtig, um auch eben nächsten Tag ausgeruht zu sein, leistungsfähig zu sein, um natürlich auch die anderen Sachen, Thema Bewegung, Ernährung, umsetzen zu können. Das ist eine Grundvoraussetzung. Dazu gibt es in Kürze mehr. Ich danke euch schon mal fürs Zuhören.